Moin Moin, hier ist der Zap und herzlich willkommen zu Folge 29 von Fortnite Rette die Welt, der PvE-Modus. Und ich bin immer noch bei den Vorbereitungen für Plänkerten und soll jetzt für Lars 4 Vorratskisten beschaffen. Und dann gucke ich mal, was wir da für schöne Maps haben. Wir sollen 2 Missionen in 15 Plus abschließen und Vorräte sammeln. Konzentrierte Ninjas und geteilter Heldenschaden ist natürlich genau meine Map hier, weil ich habe keinen vernünftigen Ninja. Mag auch gar nicht so super gerne in Nahkampf gehen. Was haben wir hier? Datenbeschaffung. Wegstoßender Nahkampf ist auch genau dieselbe Sparte. Das mit dem geteilten Heldenschaden, das stelle ich mir in einer Random-Gruppe ziemlich wild vor, wenn dann Leute meinen, sie müssen da Kamikaze spielen. Ich probiere das mal. Baue das Radarraster. Habe ich noch nicht so oft gemacht. Und dabei Vorratskisten sammeln. Na, das war wieder eine Mischung. Das ist eine 15-Plus-Mission. Johnny B. hilft hier wohl. Und ein 5er und ein 11er. Drei beliebige Türme bauen. Ich habe den Standort der Türme auf deiner Karte markiert. Du sammelst besser Ressourcen, bevor du mit dem Bau beginnst. Halte dich für eine wichtige Wetterwarnung bereit. So, ich weiß, ich brauche da auf jeden Fall Blue Glow. Gar keinen Fall an irgendwelchen Blue Glow vorbeilaufen. Ein Überlebender, aber irgendwo muss ja ein Kellereingang sein. Hey Kollege, du musst nicht nach oben, du musst nach unten. Höhleneingang oder sowas. Nachbarhaus vielleicht. Ach, da unten ist ein Geschenk. Jetzt habe ich es gesehen. Gib meinen Zahn zu! Sonst petze ich! So, ich baue hier mal in der Zeit mit. Eins, tack, so. Ist auch eine ganze Mauer, na, das ist ja einfach. Fenster drin sein. Ein
Dein Turm ist fertig. Ups. Da fehlt noch eine Mauer. Warum geht das nicht? Komm nicht dran. Irgendwie. Halt. Ah, jetzt hat der andere das schon gemacht. Okay. Ach gut, Hauptsache ist gemacht. Da fehlt noch eine Wand. Unmöglich. Ah, nimm nochmal die Wand weg. Aktiviert. Ein Blue Glow mitnehmen. Ah, okay. Troll verhauen. Immer noch ein Rätsel, wo hier dieser Überlebende ist. Naja, hat er erstmal Pech gehabt. So. Ja. Und auf der anderen Seite der Stadt sind Ausrufungszeichen, da werde ich mal hin. Da ist auch der dritte Turm, der gebaut werden muss. Überlebender hin oder her. Soll auch was drunter sein. Irgendwo hat diese Stadt noch einen Keller. Noch nicht so klar, wie man in den Keller reinkommt. Teamboost. Okay, das kann ich machen.
Nun mach schon. Hier ist ein Ausrufungszeichen eingezeichnet. Egal. Da ist der Turm. Der Sturm randaliert. Ach, ich bin erledigt. Fang mal an hier. Man gerade schwer sehen. Anderes Material. Der muss aus Holz sein, okay. Das mit diesen Treppen habe ich mittlerweile auch gelernt. Da brauche ich eine Treppe für. Arbeiten. So. Radartürme oder Quest. Ich glaube, Quest ist wichtiger. Mann, oh Mann! Deine Liste wird nicht kürzer. Das war gar nicht die Quest, die ich wollte. Keine Vorräte auf der Map.
Da ist jetzt so eine blaue Kiste. In der Mitte der Map. Oh, ich habe hier immer noch diese ganz tolle Treppe. Das Geschenke unterm Baum. Vorratskisten gesichert. Dachte ich, sprich mit dem Überlebenden. Okay. Und noch einer eingezeichnet. Das ist immer noch der Überlebende. Da hinten ist noch einer. Vermutlich diese Vorratskisten gibt es dann nur auf bestimmten Maps. Da unten ist was los. Hi. Danke nochmal für deine Hilfe und bis bald. Neuen Turm gebaut. Da baut jemand ohne Ende Türme. Auch gut. Ich sammle derweil noch ein bisschen Metall. Katapult brauche ich nicht unbedingt. Hier Hilfe! Ja, hier drüben Hilfe. Das hatten wir schon, das Thema. Ich habe sie irgendwie im Keller eingemauert oder so. Gleich geht's los. Nur noch 30 Sekunden. Metall rum, das ist ja cool. Ups. Das war's. Okay, keine Vorräte gefunden. War wohl irgendwie die falsche
Art von Map. Aber ich musste sowieso zwei abschließen. Von daher war das dann halt die erste von zweien. Ach, das ist eine Steinwald 9 Karte gewesen. Mann. Mein Fehler. Logisch, dass da keine Vorräte sind. Okay, Todesklo, darf's mein Freund sein. Dann war der Elber da auch völlig richtig. Ich war verkehrt. So kann's gehen. Eine Sekunde nicht richtig hingeguckt, aber eine dicke Kiste. Ah, Todesklo. Ah, ja, okay. Hallo Marlon. Jetzt noch rausfinde, wie ich flüstere, antworte ich dir auch gleich. So. Okay, dann hat das für die Quest jetzt natürlich überhaupt nichts gebracht. Eine Nullrunde mehr oder weniger. Naja, nicht völlig. Gab Fertigkeitspunkte und so Zeug. Kann ich auch mal gucken. Dann habe ich mittlerweile schon 6 Stück angehäuft. Fallen erhöhen. Äxte und Sensen. 2 Sterne Ninjas. Na, vielleicht brauche ich es. Nicht mehr viel über, weil ich mit der Quest nicht vorankomme und dann Nullrunden hinlege. Nun gut, dann probiere ich das in der nächsten Folge nochmal. Endlich was für diese Quest zu tun. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen und an Marlon einen schönen Gruß und gut, dass du dabei bist. Und wenn ihr Vorschläge, Ideen habt, immer rein in die Kommentare, freue ich mich drüber, antworte ich so schnell ich kann. Und ihr wisst ja, der Abo-Knopf ist nicht ohne Grund unterm Video. Und dann wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag. Falls ihr das Video sofort guckt, vielleicht auch ein frohes neues Jahr. Und dann lasst es euch gut gehen. Bis bald. Ciao, ciao, euer Zapp.